Und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Machine for Pigs. Vielleicht wird dieser Part sehr kurz, denn ich werde jetzt diese Sicherung entfernen. Es passiert nichts. Yay, ich lebe noch. Juhu! Da, eine neue Sicherung rein. Schalter drücken. Und es werde grün. So, das haben wir toll gemacht. Ich jetzt rein zufällig hier vorbei. Blöde Riegel da ist immer noch dran. Aber vielleicht kann ich hier hinten was Neues begutachten. Bin mal gespannt, ob wir noch mehr von diesen Generatoren benutzen müssen. So viele Sicherungen wie hier noch rumfliegen, könnte ich mir das vorstellen. Ob sich hier was geändert hat, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Kann ich hier nochmal dran drehen? Gut, ich kann es wieder in die andere Richtung drehen, aber was bringt mir das? Da tue ich dann irgendwas hoch. Okay. Oh, was ist das jetzt für ein Sound? Na egal. Die Maschine läuft. Hier ist immer noch dicht. Okay, gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das unten oder oben lassen soll. Aber oben wirkt doch irgendwie sinnvoller, oder? Ansonsten versperrt es mir doch nur irgendwie blöd den Weg, wenn diese Dinger da... Also stören sie mich ja nicht. Aber egal, ich muss jetzt zurück. Ich werde halt nochmal drehen und mir... Vielleicht kapiere ich den Unterschied ja später. Nee, gut, ich kann da draufsteigen, aber was bringt mir das dann? Ach, ich weiß es noch nicht. Vielleicht... Ich drehe jetzt nochmal so, wie ich es vorhin gemacht habe. Und jetzt gucken wir uns nochmal um. Ja, sicher habt ihr auch dieses Heulen im Hintergrund gehört. Weiß der Geier, was das wieder zu bedeuten hat. So. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo die Unterschiede jetzt finden, wenn wir zurücklatschen. Ich hoffe doch. Hier irgendwo. Ja, Mensch, das sieht doch gut aus. Da kann ich weiter. Das Ding ist aufgegangen dadurch, dass ich... Ich verstehe. Gut, dann weiter mit uns. Noch tiefer. Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, nichts passiert. Es wackelt nur ein bisschen. Hier und da kleine Erdbeben. Oh Mann, oh Mann. Hier ist auch nichts zu machen. Ich muss irgendwie immer, wenn ich so diese Apparaturen sehe, muss ich ein bisschen an diese alte Die Zauberer von Oz-Verfilmung denken. Wo dieses kleine Mädchen Dorothy am Anfang immer an solche urigen Maschinen dran kam. Das sah relativ ähnlich aus. Das sah fast wie so ein Menschengesicht aus. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Oh Gott, er ist total durchgeknallt. Also was auch immer du dir da eingefangen hast in diesem komischen Dschungel-Tempel-Dingens. Es war nichts Gutes. Ja, ich verstehe sowieso nicht, was die ganze Konstruktion hier soll und was der größere Zweck von dem Ding überhaupt ist, aber wir werden es noch erfahren. Und schaut euch an, das, was wir runtergelassen haben, das erkenne ich erst jetzt, das ist eine Leiter. Wenn ich die nämlich nicht gemacht hätte, dann könnte ich allerdings da durchschlucken da hinten, aber da hinten ist nichts, oder? Doch, da ist ein Schalter, oder? Da ist ein Schalter, Tatsache. Ah, okay. Ja, weg mit euch, super. Ha, habe ich toll gemacht, ne? Wie ich nix raffe von der ganzen Maschinerie und Konstruktion, aber wie ich es irgendwie doch richtig mache, finde ich super. So. Ja, dann gucken wir uns mal da hinten noch um. Ah! Oh ne, sag bloß, ich muss wieder eine Sicherung schleppen. Ne, die scheint in Ordnung zu sein. Die brutzelt wenigstens nicht so rum. Das ist gut. Da muss ich nämlich nicht zurück. Na dann. Okay, die läuft. Und weiter nach oben, würde ich sagen. Mensch, also das Spiel, das lässt sich echt Zeit.
bisher noch keinen einzigen richtigen Feindeskontakt gehabt. Gut, Kontakt will ich mit denen eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, umso größer und spannender wird es wohl sein, ne? Ich habe gar nichts dagegen, wenn es ruhig anfängt. Ich vertraue den Machern einfach, dass es noch richtig heftig wird. So, kann ich hier was öffnen? Nee, natürlich nicht. Aber ich könnte... Nee, könnte ich anscheinend auch nicht. Kann ich hier irgendwas bewerkstelligen? Da oben sind nur ein paar Rohre. Nee, da ist nichts zu interagieren hier. Was bringt mir das hier jetzt? Kann ich mir öffnen? Klingt seltsam, ich glaube dahinter... Dahinter ist nochmal eine komische Maschine oder so, keine Ahnung. Aber ich kann hier nichts machen. Das heißt, ich werde wieder zurückgehen und gucken, ob sonst wo jetzt wieder ein Gang offen ist. Alles klar. Durch die Maschine da gibt es in der Haupthalle wahrscheinlich wieder was für mich. So. Oh, das Gewitter draußen. Muss aber ein lautes Gewitter sein. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein Stückchen unten, ne? Na egal, soll für uns jetzt nicht das Problem sein, hoffe ich. Ah, hier. Glaube ich, oder? Wow! Was denn? Och nee, bitte nicht. Ich will nicht erdrückt werden oder so. Okay. Oh je. Oh je. Wie lange wird das noch halten hier? Alles cool. Alles cool. Schaufel, willst du eine Schaufel? Nein. Willst du eine Flasche? Nein. Er will gar nichts. So, hier kann ich nichts machen. Okay, weiter. Treppe hoch. Alles klar, hier muss ich erst wieder eine Maschine aktivieren. Mal gucken, wo die ist. Da ist er ja schon. Oh je, ich glaube, die Sicherung ist durchgebrannt. Jetzt lassen die mich total zurückschlappen um eine neue... Oh! 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 Alles cool, alles cool. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe zwar nichts. Aber ich höre. Okay. Was auch immer. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich brauche eine Sicherung. Mensch, kann hier nicht einer rumfliegen? Was haben wir hier? Nichts. Oh, ich brauche eine Sicherung. Ich will jetzt nicht wieder ganz zurück. Ich gucke erstmal, was hier ist. Die Tür geht sogar auf. Wahnsinn. Ah, vielleicht komme ich jetzt runter und kann diesen fetten Balken entfernen und dann bin ich bei den Sicherungen wieder ganz nahe. Das wäre super nett. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich richtig liege. Doch, ich liege richtig. Eine kleine Abkürzung geschaffen. Sehr gut. Aber zunächst werden wir uns noch was durchlesen. 19. August 1899. Von... Reichenbach schreibt über die Lebenskraft Ott, während diese ignoranten Scharlatanin Brawatzki über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie alle beide. Wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion zu erreichen zu können und ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einen knöchernden Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber in unsere stählernen Tempeln war ich Augenzeuge, wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburglösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief, »Oh, meine Beine! Guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper?« Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir. Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten.
und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Ach du Scheiße, jetzt kommt hier auch noch so eine gewisse Nekromantie ins Spiel. Jetzt will ich erst recht meine Kinder nicht mehr sehen. Was weiß der Geier, was der mit seinen Kindern gemacht hat? Oh, nee, ey. Am Schluss sind die Kinder vielleicht so Monster, von denen wir später wegrennen können oder so. Oh, Mann. Lampe? Was mit... Warum flackert meine Lampe? Ich bin nicht fertig hier. Ich brauche dich noch. So. Oh Gott. Oh Gott, da. Aber das hatte Angst vor mir. War das ein Schwein? Das war auf jeden Fall relativ klein und ist gekrabbelt und gehuscht, ne? Es hatte aber Angst vor mir. Mehr Angst vor mir, wie ich vor... Ist egal. Wir sehen hier nämlich hier hinten eine Sicherung und genau die brauchen wir. So. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ich hoffe einfach mal, dass das die letzte Maschine ist, die wir da oben aktivieren müssen. Oh Mann. Oh Mann. Mein Lämpchen flackert schon. Das klingt auch wie Schweine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal. Hier sind wir jetzt richtig. Ich muss jetzt aufpassen, dass das nicht irgendwie runterrollt in die untere Etage oder so. Gut, danke. Erstmal nehme ich das hier... Oh, ich habe was Neues bekommen. Wollen wir doch erstmal nochmal lesen. Noch mehr elektrische Sabotage. Und noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einen recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in diesen Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Oh Junge, du bist so naiv. Na gut, er hat eine Amnesie, was will man machen? So, schon wieder was bekommen oder ist es immer noch das gleiche Tagebuchsymbol? Ich guck mal nach. Ne, was Neues. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil eines viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen, während ich meinem Fieber und den Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Ja, bis in den Tod, mein Lieber. Bis in den Tod. So wird es enden, das sag ich dir, wenn du so weitermachst. Na gut. Aber das hier ist immer noch dicht. Ja, natürlich ist es noch dicht. Ich sollte vielleicht auch den Schalter umlegen. Oh. Na? So, da sehen wir es. Die Tore werden geöffnet. Warte mal, ist da hinten jemand? Schaut mal. Ja. Und schon wieder weggehuscht. Oh Mann. Okay. Gehen wir erstmal da lang. Aber solange die vor mir weghuschen, muss ich vor ihnen nicht weghuschen. Follow us, Papa. We know the way. Ja, das ist toll. Ich hab so clevere Jungs. Ach. Mensch, da ist Papi echt stolz. Okay, es gibt ja auch nur den einen Weg. Ja, okay, jetzt ist nichts. Jetzt da lang. Ich hüpfe einfach mal auf das Rohr drauf. So. Ach je, okay, ich gehe mal da runter. Das ist richtig. Hier ist aber ganz schön zertrümmert alles. Tja, was? Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Ganz ehrlich, was sind aber das auch für abgebrühte Kinder, die freiwillig in so einen Keller gehen? Ich meine, ich habe nicht so eine Kellerphobie wie manch andere, aber trotzdem. Ich könnte mir einen besseren Spielplatz vorstellen. Naja.
Ich meine, ein alleinerziehender Vater, der offensichtlich Alkoholprobleme hatte, der hat sich einfach gehabt mit seinen Jungs und dann wurde er auch noch so komisch krank durch seine Expeditionen. Er hätte die Kinder vielleicht einfach irgendwo anders unterbringen sollen, solange er seine Maschine baut. Aber egal. Es ist passiert, die Maschine ist da. Wir müssen nur noch erfahren, warum. So, kann ich hier was machen? Nein. Okay, Kids. Da ist... Ach nee, da ist schon wieder die nächste verschlossene Tür. Das heißt, es bedarf noch einen weiteren Sicherungskasten. Was ist das? Oh, das sieht wichtig aus. Okay. Oh, das hören wir uns vielleicht noch an. Extraordinary, quite extraordinary. And you brought it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Also, was auch immer da dahinter ist, es ist bestimmt unglaublich wichtig. Das werde ich, glaube ich, Kati überlassen. Ich hingegen gucke erstmal da. Also, keine Ahnung, ob man das aufdrehen kann, aber ich finde, dieses Rad sieht verdächtig danach aus. Aber hier ist auch eine Sackgasse. Und da wir ansonsten jetzt nur noch Sackgassen haben, müssen wir wohl da rein. Ich check das nochmal eben. Nicht, dass ich was übersehen habe. Ich möchte ja einen schönen Abgabepunkt haben für die gute Kati. Ja, also wir haben zwei verschlossene Türen, nur nochmal zusammengefasst. Wir werden wahrscheinlich wieder so einen Kasten, also so eine Maschine mit Sicherung benötigen, um irgendwas da öffnen zu können. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, wird das wohl hier drin sein. Kati, viel Spaß und euch, werte Zuschauer, wünsche ich natürlich auch viel Spaß. Am Dienstag geht's dann bei Tyrafin weiter. Schaut rein. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wo das noch hinführen mag bei Let's Play Amnesia. Machine for Pigs.